Das Partnerland der Miserior-Fastenaktion 2019, El Salvador, ist mit jährlich 64 Morden auf 100.000 Einwohner eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Ein Grund? Rivalisierende Banden, die Jugendliche häufig mit leicht zu verdienendem Geld und Macht anlocken oder zwangsrekrutieren, prägen den Alltag. Die wenigsten Menschen in El Salvador haben ein sicheres Dach über dem Kopf. In einigen Regionen leben 4 von 5 Menschen in Armut. Vor allem viele Jugendliche sehen keine Perspektiven für sich in dem mittelamerikanischen Land. Sie sehnen sich nach einem besseren Leben, meist im vermeintlichen Traumland USA. Jungen Menschen und damit dem Land eine Zukunftsperspektive zu geben, ist das Ziel der Miserior-Projektpartner der diesjährigen Fastenaktion. Miguel Vasquez arbeitet als Bäcker, genauer gesagt als Feinbäcker in San Salvador. Er hatte Glück und konnte mit Unterstützung der Caritas San Salvador eine Ausbildung beginnen. Seine Spezialität sind kunstvolle Torten. Außerhalb der Bäckerei ist das Leben alles andere als süß. Häufig muss er in der Bäckerei übernachten. Der Heimweg wäre viel zu gefährlich. Rivalisierende Jugendbanden tyrannisieren die Menschen in seinem Viertel. Für die Polizei werden junge Leute deshalb pauschal als Kriminelle abgestempelt. Wenn du spät abends aus dem Haus gehst, könnte ein Polizist dich draußen auf der Straße anhalten und mitnehmen, auch wenn man gar nichts getan hat. Rund ein Viertel aller Jugendlichen in El Salvador haben weder Job noch Studienplatz. Der einzige Ausweg scheint oft eine gewalttätige Karriere in einer Gang. Die Jugendlichen sind der verwundbarste Sektor. Und viele denken darüber nach, das Land zu verlassen. Dieses Projekt ist deshalb so gut, weil es den Jugendlichen nicht sagt, geht in die USA. Hier soll man echte Lebensziele finden. Aber um die zu erreichen, ist es notwendig, sich zu bilden, zu arbeiten und sich zu bemühen. In dem 3-monatigen kostenlosen Kurs Mein Lebensplan erarbeiten die Jugendlichen individuelle Pläne für ihr eigenes Leben. Das von der Gewalt zerstörte soziale Gefüge wiederherzustellen, ist eines der Ziele. Es geht um Vertrauen, Motivation, Teamgeist und Durchhaltevermögen. Viele erfahren zum ersten Mal Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Der Gewaltpegel ist hoch. Es gab Zeiten, in denen 15, 20, sogar bis zu 35 Tote pro Tag gezählt wurden. Eine unglaubliche Menge. Ja, täglich. Die Caritas San Salvador will mit Mein Lebensplan eine Alternative zu einer vermeintlichen Karriere in einer Bande bieten. Und das mit Erfolg. 75% der Jugendlichen finden danach einen Ausbildungs-, Arbeits- oder Studienplatz oder machen sich selbstständig. Dank der Unterstützung durch Miserior laufen derzeit in 3 Pfarrgemeinden des Landes Kurse. Rund 300 Jugendliche haben das Programm seit seiner Gründung 2012 absolviert. In El Tránsito, 2 Stunden Autofahrt von der Hauptstadt San Salvador entfernt, haben die Menschen andere Probleme. Hier herrscht Wohnnotstand. Diesen Zustand zu verbessern, ist das Ziel des Miserior-Partners Fundasal. Auch diese Organisation will den Kindern und Jugendlichen Lebensperspektiven vermitteln. In einem Häuserbauseminar entstehen Ziegel um Ziegel die Grundsteine eines massiven Hauses, als ein Mittel gegen die Perspektivlosigkeit der jungen Menschen. Und das mit Erfolg. Dank des Bauprojektes schöpfen die Jugendlichen von El Tránsito neuen Mut, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. Viele wollen jetzt nicht mehr die beschwerliche und gefährliche Flucht auf sich nehmen. Vielen Jugendlichen erscheint diese Art und Weise, mit dem Leben zu bauen, sehr attraktiv. Denn zum einen ist sie innovativ. Und zum anderen können sie mit dem Hausbau Geld verdienen, da sie nun wissen, wie es geht. Gemeinsames Bauen für gemeinschaftliches Leben ist das Ziel. Und das ist ein langer Prozess. Gruppen von jungen Menschen und Familien lernen sich zu organisieren. Jeder packt beim Bau mit an. Nosotros pensamos
Wir denken, dass echte Veränderungen auf lokaler Ebene stattfinden. Das sind die Veränderungen, die nachhaltig sind und einen echten Wandel der Mentalität bedeuten. Das Miserior-Projekt ermöglicht genau das. Eine Änderung der Einstellung im Kopf. Viele Dorfbewohner haben die Vorteile des gemeinsamen Engagements erkannt. So ist in El Tránsito aus dem Pilotprojekt eine Jugendgruppe entstanden. Das Schöne an der kollektiven Arbeit ist, dass neue Freundschaften entstehen. Wenn es jemandem schlecht geht, versucht die Gemeinschaft weiterzuhelfen. Und deswegen ist die Bindung in der Gemeinde sehr wichtig, damit wir alle als Einheit arbeiten. Diese Jugendgruppe hat geholfen, Klassenräume und den Vorplatz der Schule auszubessern. Am Sportplatz steht nun eine kleine Tribüne aus alten Autoreifen. Im ganzen Land wurden seit der Gründung von Fundasal mehr als 51.000 neue Häuser gemeinschaftlich gebaut. Es entstand nicht nur würdiger Wohnraum, sondern etwas, das über das Projekt hinaus anhält. Eine funktionierende, organisierte Nachbarschaft. Sie alle haben das diesjährige Motto der Miserior-Fastenaktion in die Tat umgesetzt. Mach was draus. Sei Zukunft.